Zeit für etwas Besinnliches, Zeit für die schonungslose Wahrheit. Oliver, du bist jetzt schon all die Jahre mit Barbara zusammen und nun ist es passiert. Du bist fremdgegangen. Ich? Ja. Oliver. Jetzt wird's unrealistisch. Es ist passiert. Ja. Du bist fremdgegangen. Ja. Du bist Barbara fremdgegangen. Und die Beichte, in der du jetzt Barbara über die Seitensprünge aufklärst, die sehen wir jetzt. Und das besonders Schöne daran, wir sehen sie mehrmals. Wir sehen sie beim ersten Mal, dauert es 30 Sekunden und dann wird es immer kürzer. Und die Zeit werdet ihr da oben auf dem Schirm sehen und auch hier unten, damit ihr wisst, wie lange ihr spielen könnt. Olli, ich würde sagen, du bringst Blumen mit, dann weiß sie direkt Bescheid, die Barbara, um was es geht. Und vielleicht bist du einfach bei was Klassischem der Hausarbeit oder so. Ja, ne? Schön. Wie das so alles ist. Ich bin gespannt, ich komme hier, hier durch die Tür. Also, für das erste Mal habt ihr 30 Sekunden. Und? Gleich kommt ihr nach Hause, ich mach alles. Schatz, ich hab dir Blumen mitgebracht, hallo. Och, wie nett. Ja. Deine Hose ist noch auf. Oh, tatsächlich. Das hat aber einen guten Grund, ich kann das erklären, weil ich gerade mit unserer Nachbarin, ich sag's mal ganz wie's, hart, wie es ist, geknattert hab. Es tut mir leid. Ich bin unglücklich gefallen, also in der Einfahrt, weißt du, und bin dann einfach, sie lag da und hat, und dann ist es passiert. Schäm dich, wie kannst du mich so beleidigen, ausgerechnet mit der dicken Nachbarin. Knie dich hin und tut mir so leid. Hose. Und die hier im Schrank steht, das ist übrigens ihre Schwester, mit der habe ich... Oh mein Gott! Schon vorbei? 30 Sekunden schon rum. So. Das waren 30 Sekunden. Das waren 30 Sekunden. Doesn't time fly when you're enjoying yourself. Deshalb hätte ich ja noch drei, vier Frauen. Jetzt bringen wir das Ganze mal in so einen kleinen Fluss. Jetzt habt ihr noch 15 Sekunden. Und bitteschön. Schatz! Guck, ich hab dir Blumen mitgebracht. Schön. Aber auch eine ganz schlechte Nachricht. Ich habe mit unserer Nachbarin geknattert. Siehst du, meine Hose ist noch auf. Aber ich kann es erklären, ich bin in der Einfahrt unglücklich gestürzt. Hose tut! Es tut mir so leid. Übrigens, weißt du was, ich habe nur noch 5 Sekunden, um dir zu sagen, dass in diesem Schrank ebenfalls eine Frau steht. Oh, die nein! Es tut mir so leid, Schatz. Geht doch. Sind wir mal ehrlich, die Szene gibt eigentlich nicht mehr her als 15 Sekunden. Deswegen machen wir die jetzt in 7. Ah. War das schon der Start? Ja. Nein. Oh Gott. Mann. Schatz, meine Hose ist auf. Hier, ich habe mir in die Nachbarin gefallen. Tut mir echt leid. Hose. Ich kann doch nicht einfach anfangen. Ich glaube, es ist der Hose. Das hat ja nicht ganz geklappt. Wollen wir es einfach noch mal mit 3 Sekunden versuchen, ne? Kinder, und ab! Hose! Blumen, Nachbarin reingefallen. Hier, nein. Im Schrank ist auch eine, ihre Schwester. Schock. Tut mir echt leid. Ja. War doch perfekt!